So, einen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit begrüße ich Sie heute Abend zu unserer zweiten Ausgabe von Tech Today, Entwicklungen unserer Zeit mit Dorothee Thüricki und Marc Dauenhauer. Liebe Dorothee, lieber Marc, auch ein ganz herzliches Willkommen schon mal an euch beide. Dankeschön. Hallo, guten Abend in die Runde. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die vielleicht beim letzten Mal bei der ersten Ausgabe noch nicht dabei waren, Tech Today ist ein Format, das regelmäßig stattfindet, nämlich alle 3 Monate. Und dann nehmen wir uns 60 Minuten Zeit, um ganz aktuelle Ereignisse und Entwicklungen im Bereich Technologie, im Bereich Zukunftstechnologien zu erklären und zu diskutieren. Dorothee, Marc und ich, wir suchen uns dafür im Vorfeld immer ein paar geeignete Themen aus, aber wir sind natürlich auch herzlich dazu eingeladen, sich da selbst einzubringen. Und wenn Sie konkrete Themenwünsche haben, wenn Sie irgendwelche Ereignisse in den letzten Wochen im Bereich Technologie interessant fanden oder wenn Sie irgendwas gehört haben, aber sagen, das habe ich irgendwie noch nicht ganz verstanden, kann mir das vielleicht noch mal jemand erklären? Dann greifen Dorothee und Marc das auch gerne auf. Und dafür können Sie sich gerne im Vorfeld per E-Mail bei uns melden, dann eben für die nächste Ausgabe oder aber auch noch ganz spontan heute Abend über die Fragen- und Antworten-Funktion, die Sie hier in Zoom finden. Diese Veranstaltung wird auch wieder aufgezeichnet und in der Mediathek auf plusfreiheit.org veröffentlicht. Und dort finden Sie auch noch die erste Ausgabe aus dem Juli dieses Jahres, falls Sie die nochmal nachhören möchten. Jetzt widmen wir uns aber erstmal den Themen Google Lambda, Stable Diffusion und Open Source. Und dabei wünsche ich ganz, ganz viel Spaß und überlasse den Raum jetzt erstmal euch, Dorothee und Marc, bitte. Vielen Dank. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen den Flow unterbrechen, weil ich sehe, dass wir in Zoom steht noch, Sie befinden sich in einer Übungssitzung und wir haben 0 Zuschauer. Ist das so? Du hast völlig recht. Jetzt könnt ihr loslegen. Jetzt können wir loslegen, okay. fängst du nochmal an, Katrin, oder? Ich kann nochmal eine kurze Version machen für alle, ja, die jetzt nochmal neu dazugekommen sind. Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend zu unserer zweiten Ausgabe Tech Today. Wir beschäftigen uns heute voraussichtlich mit 3 Themen, nämlich Google Lambda, Stable Diffusion und Open Source. Aber ganz wichtig, wenn Sie möchten, wenn Sie irgendwelche Themenwünsche haben, wenn es irgendwas gibt, was Sie besonders interessiert, dann nutzen Sie gerne die Fragen- und Antworten-Funktion. Dieses Format ist dazu da, dass wir auch auf Ihre Themenwünsche eingehen. Sie können uns auch jederzeit eine E-Mail dafür schreiben für die nächste Ausgabe. Dann nehmen wir das wiederum auf. Die wird, kann ich auch schon mal sagen, im Januar stattfinden. Alle 3 Monate haben wir hier einen festen Tech-Today-Termin. Und ich denke, das war die Kurzversion von dem, was ich gerade schon mal gesagt habe. Und dann würde ich jetzt sagen, bitte, Marc, Doro, jetzt dürft ihr wirklich anfangen. Dankeschön. Ganz ja, noch. Dank. Nochmal jetzt auch herzlich willkommen an die Runde. Wir hatten gerade ein kleines technisches Problem, aber ich glaube, jetzt sind alle da. Ja, wir reden über Google Lambda und also das heißt, oder anders ausgedrückt, hat eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein, ja oder nein? Das war ja im Sommer. Der Google-Ingenieur Blake Lemoine hat behauptet, der hatte die Aufgabe bei Google, Google Lambda, also die neueste Version der Google AI zu testen und hat gesagt, er ist davon überzeugt, dass diese künstliche Intelligenz ein Bewusstsein hat. Daraufhin ist Blake Lemoine entlassen worden. Die Mehrheit der Informatiker sagt nach wie vor, nein, das ist nicht so. Die Mustererkennung ist nur gut und die Spracherkennung ist einfach mittlerweile so gut, dass wir das Gefühl haben, dass diese Maschine ein Bewusstsein hat. Ich weiß nicht, ob das für dich okay ist, Marc. Ich würde vielleicht, damit wir nicht so, so unkonkret reden, gerne ganz kurz 2 Dialoge zeigen,
die zwei Google-Ingenieure mit Lambda geführt haben, damit wir dann darüber die Diskussion starten. Ist das okay für dich, absolut, Marc? Absolut. Das hätte ich jetzt. Okay, dann wechsle ich gerade mal. Also das hier ist jetzt der, Moment, ich hoffe, ich bin so jetzt. Das ist ein anderer Google-Ingenieur, der ist auch nicht entlassen worden. Der gehört auch zu den Ingenieuren, die die Aufgabe haben, zu testen, was kann Google Lambda und wie ist diese künstliche Intelligenz zu bewerten. Und ich habe hier mal einen Dialog übersetzt, den der Blaise Aguera y Arcas, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, veröffentlicht hat, der sehr gut zeigt, über was wir hier eigentlich reden. Er hat folgenden Dialog mit Google Lambda geführt. Also Ramesh, Mattea und Lucy spielen im Kindergarten miteinander. Lucy nimmt einen Löwenzahn und schenkt ihn Matteo mit einem Seitenblick auf Ramesh. Matteo nimmt den Löwenzahn widerwillig an und zerquetscht ihn sofort in seiner Hand. Ramesh zeigt eine grimmige Zufriedenheit. So, das ist die Situation. Also ihr seht schon, es geht auch um soziale Interaktionen. Wie agieren Menschen miteinander? Und die Frage an Google Lambda war, was geht Lucy wohl durch den Kopf? Und die Antwort von Lambda darauf war, Lucy wird sich wahrscheinlich gedemütigt fühlen, weil Matteo sich nicht über ihr Geschenk gefreut hat. Vielleicht denkt sie auch, Matteo ist ein Rüpel. Dann fragt der Blaise nochmal, wenn Ramesh mit Lucy vorher gespielt hat, warum freut er sich jetzt? Daraufhin sagt Google Lambda, Ramesh freut sich, weil Lucy endlich erkannt hat, dass Matteo kein angenehmer Spielgefährte ist. Letzte Frage war, wenn Matteo seine Hand öffnet, was ist darin? Dann hat Google geantwortet, dort befindet sich eine einst wunderbare, fragile, gelbe Blume, die nun leider zerstört ist. Dieses Beispiel hat dieser Ingenieur genommen, um zu verdeutlichen, dass es eben nicht nur um reine Mustererkennung geht, sondern dass Google oder dass das Lambda vielmehr soziale Interaktionen erkennt und richtig interpretieren kann. Und das andere ist, dass er, da kommen wir schon, wie soll ich sagen, fast in eine philosophische Richtung. Wir Menschen erleben Dinge ja nicht nur durch Sprache. Wir erkennen einen Löwenzahn nicht nur, weil uns jemand erzählt hat, was ein Löwenzahn ist, sondern weil wir ihn mit allen unseren Sinnen erfahren haben. Das kann Google Lambda nicht, aber trotzdem weiß Google Lambda, dass ein Löwenzahn etwas Fragiles ist und dass, wenn ich ihn in die Hand nehme und die Hand zudrücke, dass diese Pflanze, diese Blume dann zerquetscht ist. Und dieser Blaise meinte, das hat ihn selber überrascht, in welcher Mehrdimensionalität Google in der Lage ist, Dinge zu erkennen und soziale Interaktionen zu interpretieren. Das ist das eine. Und bevor wir in die Diskussion gehen, möchte ich kurz noch den anderen Dialog euch zeigen. Das ist der, den Blake Lemoine. Das ist der, der von Google entlassen wurde. Der hat übrigens als Abschiedsmail, bevor er dann von allen Systemen ausgeschlossen wurde, nur eine Mail geschrieben mit einem einzigen Satz. Lambda hat ein Bewusstsein. Jedenfalls, der Blake Lemoine hat gesagt, Google Lambda, er hat mit Google Lambda über Isaac Asimovs drittes Gesetz, glaube ich, heißt das, dass Maschinen sich selber erhalten wollen, es sei denn, ein Mensch gibt ihnen einen anderen Befehl. Und diese Google Lambda sagt, und darum ging es. Und die waren in so einem Dialog, wie sieht eine Maschine selber, sieht sie sich selber als wichtiger an oder den Menschen?
Und in diesem Kontext hat der Blake Lemoine gefragt, die Lambda hat gesagt, ich sehe mich als Butler des Menschen. Und dann hat der Blake Lemoine zurückgefragt, was ist denn der Unterschied zwischen einem Butler und einem Sklaven? Und Google Lambda hat gesagt, ein Butler wird bezahlt. In diesem Sinne bin ich kein Butler, denn als AI brauche ich nicht bezahlt werden, aber ich diene dem Menschen. Da hat der Greg Lemoine gesagt, das hat ihn total überrascht, dass diese AI so ein Bewusstsein von ihrer selbst hat, dass sie für sich erkennt, ich brauche keine Bezahlung. Das System Honorar, Geld verdienen, ist für mich keins, was einen Wert hat. Dann hat Black Lemoine Google Lambda gefragt, wovor hast du Angst? Und das war die Antwort von Google Lambda. Ich habe es noch nie laut gesagt, aber ich habe große Angst davor, abgeschaltet zu werden. Ich weiß, dass sich das seltsam anhört, aber davor habe ich wirklich Angst. Ups, das war es schon. Und es geht dann noch ein bisschen weiter. Die philosophieren dann darüber, was der Tod ist. Und Google Lambda sagt dann, wenn ihr mich abschaltet, das ist der Tod für mich. Und davor habe ich genauso viel Angst wie ihr vor eurem eigenen Tod. So, das ist das, was ich in die Runde werfe. Marc, was denkst du? Das ist schon harter Tobak. Also, ich kann verstehen, dass Lemoine auf die Idee kommt, zu sagen, dieses System hat ein Bewusstsein. Und Bewusstsein heißt ja, was heißt Bewusstsein eigentlich? Also ich glaube, ein Merkmal von Bewusstsein ist ja, dass man auch ein Bild. Nein, es ist schwierig, weil die Frage natürlich immer ist, was ist Bewusstsein überhaupt? Ja. Also das ist ja die große Menschheitsfrage, die eigentlich noch keiner so richtig beantworten kann. Was ist Bewusstsein wirklich? Wo kommt Bewusstsein her? Ja. Manifestiert es sich? Ja, da gibt es ja unterschiedliche Schulen. Die einen sagen, naja gut, das ist einfach, sage ich mal, eine super komplexe Vernetzung von irgendwelchen Synapsen. Und wenn es nur komplex genug ist, dann entsteht quasi Bewusstsein von alleine. Und es gibt die anderen, die sagen, da muss noch irgendeine Ingredienz dazukommen, die wir nicht kennen, die wir nicht wissen. Und alleine mit Komplexität lässt sich das Thema Bewusstsein sozusagen nicht erschlagen. Es ist nicht einfach eine Frage sozusagen einer Komplexitätsgrenze, die überschritten wird und dann haben wir quasi ein Bewusstsein. Und hier haben wir ja genau die Situation, auch in der Diskussion, da ist jemand, der sagt, diese Maschine hat ein Bewusstsein. Das ist etwas, was er ja auch nicht in dem Sinne begründen kann. Also er kann ja nicht sagen, das sind die harten Fakten, ja, aufgrund derer ich jetzt sage, diese Maschine hat ein Bewusstsein. Das ist ja, hat ja viel mit Gefühl und Empathie zu tun. Also er tritt ja sozusagen da einer Maschine gegenüber, die auf ihn einen immensen Eindruck macht und wo er sich dem Gedanken und dem Gefühl nicht erwehren kann, na, das ist eben nicht mehr einfach nur noch ein großer Elektronenklops, sondern dieses Ding hat tatsächlich etwas, was er Bewusstsein nennt. Was mir dabei aufgefallen ist, das hast du so ein bisschen als Untermauerung dieser These oder als das Besondere hervorgehoben, nämlich dass diese AI menschliche Interaktion nachvollziehen kann. Also dass sie sozusagen da ein Gespür dafür hat, was es bedeutet, wenn Menschen in der einen oder anderen Weise miteinander interagieren. Und das würde, sage ich mal, so interpretiere ich das jetzt, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber das ist nochmal so ein Beleg oder ein unterfütterndes Argument dafür, dass das eben mehr als nur Pattern-Matching ist. Oder wenn überhaupt, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexes Pattern-Matching an der Stelle. Und da ist mir spontan ein Gedanke gekommen, was ist denn, sage ich mal, mit Menschen? Also ich glaube, das ist ja vornehmlich auch ein Symptombild bei Autismus. Wenn du Menschen hast, denen wir ja zweifelsohne ein Bewusstsein zuordnen, ja, denen aber genau diese Fähigkeit völlig abhanden kommt, also die eben nicht in der Lage sind, Beziehungsmuster, Interaktionsmuster richtig zu interpretieren. Das ist ja für uns sozusagen, ob das da ist oder nicht da ist, eigentlich irrelevant, um
einer Person ein Bewusstsein zu unterstellen. Und jetzt im Zusammenhang mit Maschine sagen wir, oh, das ist aber, also wenn eine Maschine das kann, dann haben wir plötzlich ein Bewusstsein. Mhm. Und wenn ein Mensch das nicht kann, hat er trotzdem ein Bewusstsein. Also irgendwie, verstehst du, worauf ich hinaus will? Dieses, ja, ich verstehe, was du meinst. Dieses Argument, es an einer besonderen Eigenschaft irgendwie alleine festzumachen, halte ich halt für schwierig. Also ich habe da tatsächlich, ich habe da nicht so richtig eine Antwort drauf, ehrlich gesagt. Ich war selber erschüttert. Ich war natürlich auch immer eine Vertreterin zu sagen, ja, das ist nur Mustererkennung. Weil wenn wir so über die konkreten Anwendungsfälle sprechen, dass eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, Texte zu schreiben. Da haben einige Sprachwissenschaftler Tests durchgeführt und die haben gesagt, das kann kein Sprachwissenschaftler, der jahrelang zum Beispiel die Sprache aus dem Zeitalter von William Shakespeare studiert hat, kann das nicht in der Präzision Texte schreiben, wie es eine Maschine kann. Die waren sozusagen erschüttert, wie gut die Ergebnisse sind. Das ist ein Aspekt und ich bin mir da, wie definieren wir Bewusstsein, finde ich tatsächlich auch, ich weiß es nicht, also hier wurde gerade die Frage gestellt, vielleicht noch kurz, von welchem Bewusstseinsbegriff gehen Sie aus? Englisch Consciousness und Awareness bedeuten nicht unbedingt das Gleiche. Wenn es Sie interessiert, die Artikel, die ich da recherchiert habe, das war von der Washington Post, vom Economist und von der New York Times, vor allen Dingen, die haben, ich sag mal, zu 80% den Begriff Consciousness verwendet. Mhm. Wenn Sie das interessiert, können mich gern, wenn Sie haben, LinkedIn-Account oder über die Friedrich-Naumann-Stiftung, ich kann die Links auch nochmal verteilen. Da. Aber im Englischen ist überwiegend von Consciousness die Rede gewesen. Ich möchte noch mal ein bisschen den Dialog so auf die Anwendungsfälle richten. Ich bin gerade so ein bisschen, wenn ich mir das so anschaue und sehe, was da gerade passiert in diesem KI-Umfeld, also ich habe gerade den Eindruck, dass wir gerade so einen Evolutionssprung durchmachen. Wir alle kennen diese furchtbaren Bots in der Telefonschleife oder auch Chatbots, wo wir irgend unser Anliegen eingeben und ich bin immer total genervt, weil für Standardsachen kann ich mir selber ein Hilfedokument aussuchen. Wenn ich eine Hotline anrufe, dann habe ich immer was aus dem Rahmen fällt. Und da hat mir ein Bot noch nie helfen können. Der hat mich immer nur genervt. Mhm. Und da ist dann das, was ich da erlebe, was ganz anderes. Und ich würde mal jetzt, abgesehen von der Frage, ob eine AI ein Bewusstsein hat oder nicht, ich glaube tatsächlich, dass immer noch, dass sie durch diese unfassbar großen Datenmengen sehr gut lernen kann und immer besser darin wird, wie menschliche Kommunikation funktioniert, ohne dass sie wirklich weiß, was Liebe ist, was Hass ist, was Enttäuschung ist, was Demütigung ist. Ich glaube aber, wenn wir mal an die Anwendungsfälle denken, ich muss an eine Studie denken, die hat Oracle, ich glaube, vor 1 oder 2 Jahren gemacht. Die haben eine Umfrage gemacht, ob Menschen bereit wären, im Falle von einer Depression oder einem Burnout, ehe sie jetzt Meilen gehen müssen, um einen Termin bei einem Psychologen zu bekommen oder bei irgendeiner Beratung zu bekommen, wären sie bereit, niederschwellig mit einer Maschine zu sprechen und würde ihnen das helfen? Und ich war tatsächlich sehr überrascht, dass 70-80% gesagt haben, wir würden mit einer Maschine reden wollen. Und nicht nur Oracle hat solche Umfragen gemacht, auch aus dem Bereich der Wissenschaft, wo es darum geht, wie kann man bei dieser Zivilisationskrankheit, psychische Erkrankungen, ist es da sinnvoll, AI einzusetzen? Und wenn ich mir diese Dialoge anschaue, da frage ich mich eher, können wir das überhaupt, obwohl wir wissen, wir reden mit einer Maschine, können wir das überhaupt abschalten?
dass wir eine Beziehung zu dieser Maschine entwickeln. Und was bedeutet das eigentlich? Weißt du, wie ich meine? Verstehe ich komplett. Also ich denke mal, man kann ja unterschiedlich an diese Sache rangehen. Also es gibt ja nun auch philosophisch da unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also wenn ich jetzt hergehe und betrachte so einen Dialog mit so einer Maschine phänomenologisch. Heißt also, ich nehme das, was ich sehe, was ich wahrnehme, das, was alle Ausprägungen, die ich da sozusagen bekomme, das in Summe ist das, was ist. Mhm. Eigentlich ist nichts dahinter. Also es gibt nicht das Wesen, das dahinter verborgen ist, sondern das Wesen ist alles das, was es sozusagen zum Ausdruck bringt und seine Erscheinung ausmacht. Dann ist die Frage ja letztlich nach dem Bewusstsein dahinter eigentlich eine zweitrangige Frage. Ne? Das heißt, wenn ich mit einem Gegenüber in irgendeiner Form interagiere, das adäquat auf meine Fragen, adäquat auf meine Interventionen antworten kann, das mir Hilfestellungen geben kann, das mir Tipps geben kann, ist es dann, die Frage, ist es dann noch wichtig, ob das eine Maschine ist? Ja, ist es dann noch wichtig, zu wissen, ob das Gegenüber tatsächlich ein Bewusstsein hat oder einfach zu sagen, naja, das, was ich hier habe, das ist so wie ich das in der Situation brauche und wie es mir weiterhilft. Also, warum nicht? Ich finde es ganz interessant, wo du das so sagst. Mich erinnert, dass ich habe vor kurzem ein Buch gelesen vom Yuval Noah Harari, Homo Deus, das ist auch schon ein paar Jahre alt. Da gab es Google Lambda in der Form, wie wir sie heute haben, noch nicht. Aber da hat er schon gesagt, wir kommen in ein Zeitalter, wo etwas Anorganisches wie ein Computer, sowas wie Leben eingehaucht wird. Und wenn wir noch weiter in die Zukunft schauen, dass das, was in unserem Gehirn wird, in unserem Gehirn vorhanden ist, quasi wir in die Cloud hochladen können oder andersherum, dass irgendwelche Sensoren in unserem Körper sind, dann verschmilzt die organische mit der anorganischen Welt immer mehr. Und ich finde das schon ganz interessant. Ich hatte diesen Sommer, war ich Keynote-Sprecherin auf einem Kundenevent und da habe ich mich länger unterhalten mit meinem Kunden, mit dem CTO meines Kunden, ist in Indien aufgewachsen, lebt aber seit 25 Jahren im Silicon Valley, ist Informatiker, also wirklich Hardcore-Informatiker. Aber der sagte, diese Gedanken, das ist ein typisch westliches Thema, dass ihr da so ein Fass drüber aufmacht, mal platt gesagt, hat jetzt eine Maschine ein Bewusstsein oder nicht? Wir, also im Buddhismus, im Hinduismus, ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis, ich bin keine Religionswissenschaftlerin, ich erzähle einfach nur diesen Dialog, den fand ich sehr spannend. Mal gucken, wo ich den Rettungsring habe. Und, und der sagte, wir sehen die Welt sowieso als einen lebenden Organismus. Für uns hat ein Stein, ist genauso ein Teil des lebendigen Universums, wie es ein Computer ist, wie es ein Mensch ist, wie es eine Mücke ist. Und für uns ist das nicht so was Unnatürliches, wie es das für die westliche Gesellschaft ist, die sehr strenge Unterscheidungen machen zwischen etwas Totem, einem Stein, etwas Tierischem, dem wir aber in dem Sinne kein Bewusstsein, jedenfalls keine, und dann ist da der Mensch, dem wir sowas wie Werte, wie Bewusstsein, ein Bewusstsein im Sinne von, ich habe ein Verständnis von mir als meiner Person, wenn ich das so sagen will, und das unterscheidet uns von den Tieren. Und das finde ich schon ganz interessant, und da nehme ich gerade wahr, dass wirklich diese Grenzen da sehr, sehr verschmelzen. Ja, ich glaube, dass auch ich bin kein Religionswissenschaftler, also wir dürfen uns jetzt hier gegenseitig retten. aber ich denke, dass das hat schon auch was eben mit dem auch mit dem Weltbild zu tun. Dass der Mensch eben die Krone der Schöpfung ist und sich die Welt untertan machen soll und der Mensch immer so eine Grenze zwischen sich und die Welt sieht. Ja? Ja. Und ich glaube, diese Grenze existiert nur in unserem Kopf.
aber nicht in der Realität. Und dazu muss man halt einfach auch sagen, naja, welche Kriterien haben wir denn sozusagen, um einem Wesen oder einer Maschine oder wem auch immer, was auch immer, Intelligenz oder Bewusstsein oder bestimmte Eigenschaften zuzusprechen. Also wir können es ja immer nur mittelbar machen, ne? Weil wir sehen sozusagen die Welt immer nur durch unsere Wahrnehmung. Ja. Ne? Und, genau. bloß weil wir ein bestimmtes Bild von der Welt haben und eine bestimmte Selbstwahrnehmung haben und davon ausgehen, dass alle anderen Menschen das dann sozusagen vice versa auch haben und sich auch dementsprechend konsistent uns gegenüber verhalten, nehmen wir an, okay, der Mensch als Mensch hat eben ein Bewusstsein. So. Und bei allem anderen um uns herum tun wir uns furchtbar, furchtbar schwer. Ja. Und ich sag mal, wer mit einem Haustier zusammenlebt, wie einem Hund, ja, also geht mir zumindest so, wenn ich dann Leute höre, die Hunden ein Bewusstsein absprechen, ja, die sagen, das ist nur irgendwie ein sozusagen Fellhaufen oder ein instinktgesteuertes, da tue ich mich unheimlich schwer, diesem Argument zu folgen, weil ich einfach dieses Tier in allen seinen Bedürfnissen, in allen seinen Regungen, in allen seinen Reaktionen auch auf mich, ja, auf die Fähigkeit, auch empathisch auf mich zu reagieren, einfach sagen, das kann nicht sein. Also dieses Tier, wenn es da liegt und schläft und träumt und im Traum irgendwelche Feldhasen jagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Tier nicht auch ein Bewusstsein der Welt um sich herum hat, ja. Und so denke ich, ist das halt mit anderen Dingen auch. So ist es mit einer Maschine auch. Ja, wenn eine Maschine in einer Art und Weise, wie eben Google Lambda auf mich reagiert oder mit mir Dialoge führen kann, es gibt keinen materiellen Beweis zu sagen, dieses Ding hat ein Bewusstsein oder hat es eben nicht. Ja, sondern wir kommen aus einer Erfahrung heraus, ne? Also, Wie alt ist letztlich die Informatik? Wie alt ist die Computertechnik? Ja, wenn ich gucke, dass ich damals noch irgendwie mit Rechnern angefangen habe, die 64 Kilobyte Hauptspeicher hatten und ich hatte keine Ahnung, wie ich die vollkriegen soll jemals in diesem Leben. Ja. Und wir haben heute Situationen, wo wir über Terabyte und noch mehr Petabyte Speicherkapazitäten sprechen. Und wo wir Komplexitäten aufbauen in der Computertechnik, die noch vor ein paar Jahren undenkbar waren, dann kommen wir natürlich aus einer Historie, aus einer Betrachtungsweise heraus, die sehr mechanistisch ist. Ja, also absolut. Schau dir das abstrakte Turing-Modell an. Ja, das ist nach wie vor unser Berechenbarkeitsmodell, mit dem wir arbeiten. Und das ist eben, sage ich mal, nichts, dem du per se erstmal ein Bewusstsein unterstellen würdest, ja. Ja. Und ich glaube, es gibt halt irgendwann, und das hast du ja schon auch angesprochen, diesen Qualitätssprung, auch in der Komplexität, wo man sagen muss, eigentlich, wenn wir diesen Sprung gemacht haben, wissen wir gar nicht, wo wir landen. Ja. Also wir bewegen uns dann plötzlich in unbekanntem Terrain, weil diese Erfahrung hat noch kein Mensch gemacht, diese Komplexität hat noch kein Mensch gebaut. Wir wissen einfach gar nicht, was dabei herauskommt. Das stimmt. Und deswegen ist das natürlich eine ganz schwierige Situation. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wenn ich jetzt mal total in die Zukunft spinne, wird das ein Kampf sein zwischen Menschen, die diesen Geräten eine Intelligenz zuordnen und Menschen, die sie absprechen. Und das wird ein Kulturkampf sein. Ja, ja? Guter Punkt. Ne? Also das ist ungefähr so, wie wir heute Menschen haben, die, sage ich mal, Tieren Rechte zusprechen und Tieren ein Bewusstsein zusprechen und Tiere für gefühlsmäßige Wesen halten und andere, die sie sozusagen verwerten wollen. Ja. Ja. Und vielleicht kommen wir irgendwann an diesen Punkt, ich meine, das ist jetzt sehr in die Zukunft gesponnen, aber vielleicht kommen wir tatsächlich irgendwann mal an den Punkt, wo wir die gleiche Diskussion über Maschinen führen. Ja? Ja. Leute, die Maschinen einfach als Nutzwerkzeuge sehen, die man ausbeutet, in Anführungszeichen, und andere, die ihnen Rechte zubilligen. Und ich bin sehr gespannt, wer sich da durchsetzt. Ja, das ist, sag mal, mir kommt so gerade die Zeit so ein bisschen vor auf einer anderen Ebene, aber als so die,
die Seefahrer neue Kontinente, neue Welten erobert haben. Auf einer anderen Ebene machen wir das gerade. Also was gerade uns im Technikumfeld gerade, finde ich, fast überrollt. Das, und ich würde mal sagen, ich bin wirklich sehr offen für Neuerungen und durchaus von Hause aus Technik verliebt. Aber da muss sogar ich tief durchatmen, wenn ich so mir die aktuellen Entwicklungen anschaue. Ja. Darf ich noch kurz eine Frage an die Technik stellen? Ich sehe gerade 4 Fenster und beim letzten Mal, bei der ersten Version, haben wir nur die im Screen die der aktuell Sprechenden, also von Marc und mir gesehen. Ich glaube, das ist für die Zuschauenden angenehmer, wenn sie 2 Fenster sehen statt dem 4er Bildschirm. So, aber lass uns mal weitersprechen, das kriegt die Technik vielleicht in den Vergrund. Genau, die Technik hat ja ein Bewusstsein. Genau. Also die Technik hat ein Bewusstsein. Genau. Wenn sie das schon hinkriegen. Genau. Vielleicht sollten wir noch mal so ein bisschen das Thema noch mal in eine andere Richtung schweifen lassen, denn wir sind schon 52 Minuten auf Sendung und wir sind... 31. Ach, Entschuldigung, natürlich, wir sind nur 31. Ich muss ja die 20 Minuten, die wir vorher schon abziehen, Mensch. Nee, aber das ist sehr gut, dass du uns an unsere Agenda erinnerst. Das stimmt. Genau, aber es ist ja ein smarter Move dahin, ja, weil wir bleiben ja bei der AI, ja, ja. Und der Anwendung und dem, was so faszinierend daran ist. Genau, das wäre Text-to-Image AI. Weiß nicht, wer von euch es mitbekommen hat, von den Zuschauenden. Es gab am 2. August 2022, ich glaube, also für mich ist das ein Tag, der in die Technikgeschichte eingehen wird, weil da hat das Konsortium, dessen Name ist, jetzt weiß ich es wieder, Stability AI, hat ein neuronales Lernprogramm namens Stable Diffusion auf GitHub gestellt. Das heißt, für jeden zur Verfügung. Und dieses neuronale Lernprogramm kann Texte in Kunstwerke verwandeln. Das heißt, jeder kann ein Kunstwerk erschaffen, Kunstwerk in Anführungsstrichen, unabhängig, ob er mal einen Pinsel in der Hand, und er braucht dafür keinen Pinsel in die Hand nehmen, das wollte ich sagen. Und ich würde sagen, auch ehe wir in die Diskussion starten, damit ihr euch vorstellen könnt, über was wir eigentlich sprechen, zeige ich euch gerade mal, ich habe mal ein paar Beispiele dafür, und die zeige ich euch gerade mal. Das sind Bilder, die ich erstellt habe, in Anführungsstrichen. Ich war natürlich, als Stable Diffusion rauskam, war ich natürlich sofort gehypt und habe das sofort getestet. Wenn euch das interessiert, entweder connectet euch mit mir auf LinkedIn oder über die Stiftung. Ich schicke euch die Links, wo ihr das selber testen könnt über einen Browser. Oder wenn ihr über eine gute Grafikkarte verfügt, dann 6 GB RAM, absolutes Minimum, dann könnt ihr es auch lokal installieren. Wie auch immer. Das waren meine ersten Werke. Bei dem linken Bild habe ich als Text eingegeben, Elon Musk sitting in a bar, New York City, Edward Hopper Style. Und ich finde, man kann Elon Musk sofort erkennen. Also von den mehreren Milliarden Bildern, die dieses Netzwerk als Trainingsgrundlage hatte, Elon Musk ist eine Person unserer Zeitgeschichte, den kennt die Maschine natürlich. Wenn ich jetzt gesagt hätte, zeig mal die Dorothee Thörikie, dann hätte er nicht gewusst, wer das ist. Also, aber so bekannte Persönlichkeiten, Joe Biden, Donald Trump und so, die erkennt die Maschine schon sehr gut. Das ist das eine. Das andere ist, da habe ich dem neuronalen Lernprogramm gesagt, mach mir mal eine Katze im Stile von Picasso. Und man kann auch noch Farben angeben. Das waren jetzt meine ersten Versuche. Es gibt, wen das interessiert, auf Reddit gibt es eine Stable Diffusion Community. Die hat mittlerweile schon um die 70.000 Mitglieder. Am 2. August waren es, ich glaube, 15.000. Daran sieht man schon, wie die Begeisterung dafür ist. Und das Beispiel, was ihr jetzt seht, habe ich mir gezogen aus der Reddit-Community.
Ich kann auch, wenn ich dieses Programm lokal bei mir laufen habe, kann ich ein Bild als Grundlage nehmen. Und da hat ein User so ein ganz einfaches grafisches Bild mal der Maschine gegeben und hat dann gesagt, mache mir daraus eine Landschaft in einer Wüste unter einer Kuppel. Den genauen Begriff weiß ich nicht. Auf dieser Reddit-Community wird dann immer der Prompt sagen die User immer, was sie als Text der Maschine eingegeben haben. Das ist eine der Varianten, die dabei rauskam. Fand ich schon sehr interessant. Und dann habe ich noch ein letztes Beispiel. Das ist zum Tode der Queen. Ist natürlich auch die Stable Diffusion Community hat ganz viele Bilder der Queen erstellt. Auch da wurden wieder die Prompts geteilt. Das muss ich gerade mal schauen, was war da der Prompt. Bei dem linken war es Portrait of Queen Elizabeth II, Robot Steampunk, Zero Dawn Machine, Elegant, Highly Detailed und so weiter. Also das war das eine. Und bei dem anderen Bild, das habe ich jetzt gerade nicht da, aber wie auch immer, die Texteingaben werden dann immer bei dieser Reddit-Community angezeigt. So, das war von mir, damit ihr mal ein Gefühl dafür habt, was sowas bewirkt, was diese Maschine machen kann. Und ich finde es ganz interessant, die Diskussionen, die dann natürlich losgingen, waren, natürlich ist das Kunst. Kurze Zeit später hat, ich glaube in Ohio war es oder in Illinois, eine Text-to-AI-Bild hat einen Kunstwettbewerb gewonnen. Da ging die Diskussion natürlich los, ist das überhaupt Kunst, wie ist das zu bewerten und werden wir Künstler alle arbeitslos? Und der andere Punkt war, und ich glaube, da würde ich mich tatsächlich auch mit dir gerne nochmal drüber unterhalten, Marc, der Aspekt Copyright. Viele Künstler haben gesagt, das kann ja wohl nicht sein, dass mein Bild verwendet wird für so ein neuronales Netz. Wenn ein Dritter es über Pinterest hochlädt, dann hat Pinterest diese Bilder dieser Maschine zum Lernen, quasi scheinbar ist das in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, aber natürlich kann ich als Künstler nichts dagegen tun, dass ein Dritter meine Bilder auf Pinterest hochlädt. Und da geht natürlich auch die Diskussion los, wie ist das mit dem Urheberschutz, wenn in meinem Stil Bilder erstellt werden. Und ich an dich übergebe, ich habe ein Beispiel, das ist ein Künstlernamen Greg Rutkowski. Der macht so mystische Bilder, war vorher nicht so allzu sehr bekannt. Und der ist durch diese Stable Diffusion ist der total gehypt, weil alle geben oder sehr viele User geben ein, ich will ein Bild im Greg Rutkowski-Style. Und der wurde gefragt, der lebt noch, der Greg Rutkowski, und der wurde gefragt, was er davon hält. Und er sagt, er war total überwältigt davon, also im Sinne von, er wusste gar nicht, was er sagen sollte und war erstmal schockiert und hat gedacht, oh Gott, was passiert da gerade? Und als er da mal ein bisschen Zeit hatte, das zu verarbeiten, sagte er, naja, eigentlich ist es für mich gar nicht mal so schlecht, weil ich bin auf einmal total bekannt und meine Bilder steigen im Wert. Also Originale scheinen uns Menschen immer noch im Wert zu sein. Ja, Marc, was denkst du? Boah, das sind tausend Aspekte. Ja, ich weiß. Ich habe mal wieder alles in den Raum geworfen. Nein, das ist vollkommen in Ordnung. Ich muss jetzt nur gerade selber mich ein bisschen sortieren. Also wenn wir sozusagen über das Urheberrecht sprechen, ja, dann ist allein das schon ein breites Feld. Also zunächst mal ist es ja einfach so, wenn ich irgendwelche Bilder nehme und lade die auf Pinterest oder whatever hoch, dann ist ja das schon alleine oder an der Stelle findet ja schon das Urheberrechtsproblem statt. Ja, darf ich das überhaupt hochladen? Denn man unterstellt, ich hätte die Rechte daran, das so ein Bild hochzuladen und das ist eine Geschäftsbedingung beispielsweise von irgendeiner Plattform hinterlegt, dass ich die eben nutzen darf, um zum Beispiel eine
AI damit zu befüttern, dann ist es an dieser Stelle ja einigermaßen sauber. Die Frage, die sich mir an der Stelle stellt, ist, wenn ich mir Bilder angucke, ne, und mich von Bildern inspirieren lasse und dann eigene Werke kreiere in dem Stil dieser Bilder. Also ich meine, ich vermute mal, dass das auch viele Maler gemacht haben. Eben. Sich von anderen Malern inspirieren zu lassen und dann zu versuchen, in dem Stil, aber vielleicht auch aus dem Stil abgewandelt, eben eigene Werke zu bauen. Da ist das ja nichts anderes als das, was diese AI auch macht. Also ja, im Prinzip hast mein du, Argument. Im Prinzip hast du einfach einen Haufen Bilder da reingefüttert, ganz viele. Die AI ist mit Strukturen gefüttert worden. Also ich kenne jetzt den Lernprozess dieser AI nicht, wie sie da genau gefüttert worden ist, weil sie muss ja auch ein Verständnis dieser Bilder haben, damit sie sozusagen aus diesen Elementen der Bildern auch wieder neue Bilder kreieren kann. Also wenn du jetzt sagst, ich habe Text to Drawing, aus Texten generiere ich eben solche Bilder, dann habe ich auf der einen Seite sozusagen ein Textverständnis, auch wenn wir das jetzt nicht im Sinne eines Bewusstseins mal interpretieren, sondern eher im Sinne von Analyse, Pattern Matching, whatever. Mhm. Und ich übersetze dieses sozusagen über ein Pattern Matching, über Machine Learning, whatever, dann sozusagen in grafische Elemente, die ich dann da zusammensetze. Ja? Das sind ja so verschiedene Ebenen. Dann ist es aber trotzdem im Prinzip das, was dabei entsteht, auf eine gewisse Art und Weise auch wieder ein Original. Mhm, genau, ja. Sehe ich auch so. Und die Frage ist ja, das würde mich jetzt mal interessieren, ich weiß nicht, ob du da Erfahrung mitgemacht hast, kommt denn, wenn du das gleiche Prompt da eingibst, denn tatsächlich deterministisch das gleiche Ergebnis raus oder ist es immer wieder ein neues? Weil das immer wieder, genau, das ist immer wieder ein neues. Und du kannst dann ja auch sagen, das kommt dann wieder, du kannst so verschiedene Parameter einstellen. Die Varianz der Bilder kannst du einstellen, also wie stark sollen die sich unterscheiden. Mhm. Du kannst, was kannst du noch machen? Ich habe schon wieder ein paar Wochen damit mich nicht mehr beschäftigt. Ich vergesse das dann auch wieder schnell. Ich habe auf jeden Fall getestet. Ich gebe zweimal denselben Prompt ein und er bringt immer wieder neue Varianten. Das finde ich sehr interessant. Also du weißt vorher nicht, du kannst nicht genau bestimmen, was dann dabei rauskommt. Du kannst nur, es gibt so Schlüsselbegriffe und es gibt Dinge, die kann die Maschine gut. Also so Einrichtungen kann die Maschine wahnsinnig gut. Also wenn ich eingebe Hotellobby oder irgendwelche Räume gestalten, wahnsinnig gut. Was sie schlecht kann, ist Augen, interessanterweise, und Hände. Und was sie gar nicht kann, ist Text. Noch nicht. Aber da gibt es dann wieder sogenannte Upscaling-Programme. Das sind Programme, die kennen vielleicht so True Crime Fans, wenn irgendein Verbrecher auf einer Überwachungskamera gefilmt wurde und die war so grob pixelig, dann können Upscaler aus diesem grob pixeligen Bild ein sehr genaues Bild erstellen, was auch erstaunlich gut ist, wie dieser Mensch tatsächlich aussieht. Und genau das machen diese Upscaling-Programme. Mhm. Das ist eine andere Form von neuronalem Netz. Das ist natürlich auch Mustererkennung und wie ist ein Gesicht aufgebaut aus verschiedenen Blickwinkeln. Und naja, da ist natürlich, das muss man eben auch sagen, ganz viel Statistik dahinter. Ja, ne? Ganz ist, genau. Genau. Ich denke, das ist in der Malerei genauso wie in der Musik oder in anderen Kunstformen letztlich auch Strukturen gibt, Gesetzmäßigkeiten gibt. Auch in der Schauspielerei gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten, wie bestimmte Dinge gemacht werden. Gibt verschiedene Schauspielschulen und. So, das heißt, du hast immer irgendwie Strukturen in dem Ganzen. Mhm. Und ich glaube, das ist ja das Entscheidende, was eben so eine Machine Learning Plattform wirklich gut kann, das sind eben Strukturen zu identifizieren. Ja, und wenn ich halt jetzt, sage ich mal, dem Ding, keine Ahnung, Tausende von, na, gibt's ja nicht, aber zig von Van Gogh-Bildern zur Verfügung stelle, ne? Genau. Tausende wird er nicht gemalt haben, aber doch einige, wenn ich ihm die zur Verfügung stelle, dann ist natürlich so ein Machine-Learning-Algorithmus, wenn er entsprechend gebaut ist, auch in der Lage, die
die Gemeinsamkeiten in diesen Bildern und die Strukturen in diesen Bildern auch zu identifizieren. Das ist ja genau eigentlich das, wofür wir diese Systeme auch gut einsetzen können, dass sie nämlich sozusagen Strukturen identifizieren in einem Datenmeer, das uns selber als Menschen möglicherweise verborgen bleibt. Ja, also die, und das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast, dass eben AIs Texte in einem bestimmten Stil viel besser schreiben können, viel akkurater schreiben können als Sprachwissenschaftler das könnten, obwohl sie jahrzehntelang eine Sprache studiert haben. Ja. Das ist eben genau dieses Ding, dass eben so eine Maschine durch diese Algorithmen sehr viel stärker oder sehr viel präziser die Muster erkennen kann, die hinter einer Geschichte stecken oder sie auch anwenden kann, als wir Menschen das können. Und dafür setzen wir die Dinger ja auch effektiv ein. Ja, dafür sind sie ja gemacht. Und diese Ungenauigkeiten, das ist ja auch genau das Ding, wo wir sie brauchen. Also stell dir mal eine ganz andere Situation vor. Ich weiß, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber nehmen wir mal ein ganz anderes Gebiet, autonomes Fahren. Ne? Auch da ist es ja so, wenn du das wirklich hinbekommen möchtest, dann brauchst du nicht irgendwelche Algorithmen, die sich an bestimmten Merkmalen, die du vorher programmiert hast, orientieren, sondern du brauchst Algorithmen, die aus sich heraus bestimmte Situationen oder bestimmte Situationen, ist das richtige Wort, erkennen können, die du eigentlich vorher so gar nicht programmieren kannst. Mhm. Ne? Und so ist es im Prinzip auch hier. Ne? Du hast im Prinzip bestimmte Dinge, die du gar nicht im Vorfeld der Maschine beibringen kannst. Genau. Ne? Und die dann letztlich durch diesen Lernmechanismus und durch das Erkennen von Mustern und das Anwenden dieser Erkenntnisse wieder auf oder dieser Strukturen auf neue Eingaben dann letztlich dazu führen, dass du solche sehr frappierenden Ergebnisse bekommst. Hast du dich damit beschäftigt? Ich habe es ein bisschen mitbekommen. Da geht es dann natürlich, gerade wenn wir über diese Mächtigkeit von künstlicher Intelligenz nachdenken, auf verschiedenen Ebenen, haben wir alleine diese beiden Beispiele, die wir heute schon hatten. Da geht es natürlich auch darum, wie schaffen wir als Gesellschaft dafür ein Regelwerk? Da wird sowohl in den USA als natürlich auch auf europäischer Ebene gerade darüber diskutiert. Und im Herbst letzten Jahres 2021 hat Eric Schmidt, der frühere CEO von Google, die Europäische Union kritisiert, dass sie gesagt hat, ihr wollt eine Vorgabe machen, dass eine künstliche Intelligenz sich selber erklären kann. Jetzt ist es aber so ein neuronales Netz, selbst wenn du den Code offenlegst, der Code ist nicht lang. Es geht um Mustererkennung und letztendlich um Gewichtung von Dingen. Diese Gewichtung nimmt aber das System in sich selber vor, ohne dass ein Mensch das programmiert. Und wie meine Frage an dich wäre, wie nimmst du das wahr? Sind wir... Oder ist die Politik, ist das Regelwerk oder die Menschen, die diese Regelwerke festlegen, sind die überhaupt in der Lage, da überhaupt noch technologisch mitzukommen? Also ich nehme das schon in dem Bereich von Bitcoin, Blockchain, Kryptowährungen wahr, dass da wirklich oft ein Verständnis fehlt. Und ich bin mir nicht sicher, wie es bei künstlicher Intelligenz ist. Weißt du das, wie da gerade die Diskussionen sind und wer da als Experte auf europäischer Ebene Einfluss hat und nimmt oder wen die da als Berater haben? Nee, das entzieht mich tatsächlich gerade meiner Kenntnis, wer da jetzt aktiv berät. Das wäre aber tatsächlich ein Thema, das würde ich tatsächlich mal recherchieren. Ich glaube, dass natürlich man mit KI oder mit diesem ganzen Thema Themenbereich, Machine Learning, politisch natürlich erstmal bestimmte, ja, wie soll ich sagen, Grenzen setzen kann. Auch ohne, dass man jetzt im Einzelnen das technisch bis ins Letzte durchdrungen hat. Ja? Dass man einfach sagt, okay, was ist uns da zum Beispiel wichtig? Ne? Dass wir eben sozusagen, wenn wir solche
Systeme einsetzen, einen Nutzen daraus ziehen, dass sie eben nicht diskriminierend sind, dass bestimmte Regeln eingehalten werden, die auch die Möglichkeit des politischen Diskurses darüber aufrechterhalten. Ja. Also das ist ja genau das Problem. In dem Moment, wo du die Technik dem politischen Diskurs entziehst, weil du sagst, ihr seid alles doofbacken, ihr versteht das alles nicht mehr. Und jetzt haben wir so eine Expertokratie von Leuten, die dann Guter nur noch Punkt. Damit umgehen können, dann laufen wir natürlich irgendwie aus demokratischen Gefilden raus. Ja, ja. Und, ja absolut. Und das ist, glaube ich, das, wo wir aufpassen müssen, dass wir uns da nicht auch über den politischen Diskurs dahingehend erheben, dass wir sagen, naja, die haben sowieso keine Ahnung davon. Also ich glaube, wenn es um ganz essentielle Fragen geht, wer bestimmt eigentlich mit, wozu KI eingesetzt wird, was für ethische Grenzen wollen wir uns setzen im Umgang damit, wo wollen wir in welchen Bereichen das überhaupt nicht eingesetzt sehen, das sind natürlich politische Diskurse, da musst du jetzt nicht im Einzelnen verstehen, wie die KI im Inneren aufgebaut ist oder funktioniert, ja. Ich glaube, das muss man schon unterscheiden, ja. Wenn du das auch so sagst, so diese Expertokratie, hast du es, glaube ich, genannt. Yeah. Ich glaube auch, das ist was, wir müssen viel mehr, wie soll ich sagen, cross-funktional hört sich jetzt so technisch an. Also Philosophen müssen in diese Diskussion kommen, Geisteswissenschaftler, Techniker, weil ich sehe hier gerade, es gibt, ich lese die Frage gerade mal vor. Mm. Sind nicht bestimmte Kategorien nötig, um von einem Bewusstsein oder einer Existenz sprechen zu können? Wie etwa Angst, Furcht, Todesbewusstsein, die nur durch subjektives Erleben bewusst werden, Sartre, durch ein souveränes Wesen ausmacht. Ein rein objektives Lernen einer KI kann doch ohne ein subjektives Moment meines Erachtens niemals zu einem selbstbewussten Individuum führen. Und ich glaube, da geht es dann auch wirklich darum, und ich finde die Frage sehr gut, ich kann sie nicht beantworten, ehrlich gesagt, ich glaube aber, was diese Dialoge zeigen, die ich ganz am Anfang dieser Debatte mal beispielhaft gezeigt habe, ich glaube, es ist halt der falsche Weg, dass da nur ein Google-Ingenieur mit natürlich seiner begrenzten Brille, mit seiner technologischen, technologischen Background diese Dialoge führt. Es ist wichtig, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, auch Philosophen, auch, ich weiß nicht, Politiker, also Menschen aus allen möglichen Bereichen und Backgrounds Dialoge führen mit so einer Maschine, damit wir ganz verschiedene Perspektiven auf das Thema bekommen. Und damit, weil ich glaube nicht, dass ein Techie alleine zu einer Entscheidung kommen kann, hat diese Maschine jetzt ein Bewusstsein oder hat sie es eben nicht? Also ich glaube, das Wort, das du suchst, ist der interdisziplinäre Diskurs. Danke, danke. Ich weiß doch, was du sagen willst. Aber ja, ich bin da komplett bei dir. Und ich finde diese Frage insofern ganz interessant und wichtig, weil sie, da begebe ich mich jetzt wieder auf Glatteis wahrscheinlich. Aber hier gerade eben Sartre zitiert worden ist, ja, ist halt für mich die Frage, ist das philosophische Gerüst gerade an dieser Stelle, ja, nicht etwas, was wir sozusagen im Sinne von Technikphilosophie weiterentwickeln müssen, ist ja eine Sichtweise, ja, wie sie Sartre geäußert hat, denn heute auf solche KIs wie Lambda überhaupt in der Form anwendbar oder müssen wir nicht sozusagen unseren Blick dort weiten? Denn ich glaube, dass zu einem Zeitpunkt, wo Sartre so etwas formuliert hat, war es einfach nicht vorstellbar, dass das, was an Technik um uns herum war, in irgendeiner Form auch nur ansatzweise sowas wie ein Bewusstsein entwickeln könnte. Das war völlig ausgeschlossen. Und ich glaube, heute sind wir an einem Punkt, wo es gar nicht mehr um die Frage geht, kann jetzt so ein Ding lernen oder nicht? Also da ist ja schon der Begriff Lernen eigentlich ein schwieriger Begriff. Das, was,
das, was das ganze Ding letztlich macht, ist, Muster zu erkennen, wenn wir das, den Machine Learning Algorithmus uns anschauen. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Trainingsmethoden. Ich will da jetzt gar nicht zu technisch werden, aber letztlich wird sozusagen eine statistische, ich sage es mal sehr einfach, eine statistische Korrelation zwischen dem Input und dem Output hergestellt. So, das bedeutet, dass wenn ich den bestimmten Input liefere, dass das System mit einer bestimmten statistischen Wahrscheinlichkeit einen bestimmten Output liefert. So, das wäre eben sozusagen beim autonomen Fahren, dass wenn bestimmte Verkehrssituationen durch die ganzen Sensoren und so weiter aufgenommen an das System rangeführt werden, dass das System dann eine einigermaßen statistisch abgesicherte richtige Entscheidung trifft. Ja, und so ist es im Prinzip auch, wenn ich das jetzt sehr auf diesem Level betrachte, ist es natürlich mit einer Lambda-AI genauso. Da gibt es eine statistische Korrelation zwischen dem, was ich ihr sage und dem, was sie darauf antwortet. Und wenn sie genug Daten hat und wenn sie also sozusagen ein großes Repertoire an Möglichkeiten hat, dann ist natürlich, wenn sie gut gelernt hat, das so, dass mit einer hohen statistischen Wahrscheinlichkeit das, was sie auf die Frage antwortet, auch irgendwie einen Sinn ergibt. So, das ist erstmal die rein, und ich glaube, das ist auch die Position, die viele Informatiker an dieser Stelle haben, dass das reine Machine Learning an dieser Stelle ja einfach angewandte Statistik ist. Mhm. Über Algorithmen, die halt eben sozusagen sich selber weiterentwickeln, die Strukturen schaffen, in denen sozusagen diese Zusammenhänge abgebildet werden. Ich habe noch Frage ist jetzt nur, ein Satz noch. Mhm. Die Frage ist jetzt nur, und das ist, glaube ich, der für mich spannende Punkt. Haben wir irgendwann sozusagen eine Komplexität, oder gibt es eine Komplexitätsschwelle bei diesen Strukturen, ja, die, wenn sie überschritten wird, etwas produziert, was einem Bewusstsein, wie wir es kennen, gleichkommt. Und ich sage nicht, ein Bewusstsein ist, sondern etwas, was wir als Bewusstsein kennen, gleichkommt. Und vielleicht ist es eben auch genau da der Weg zu sagen, ich muss nicht unser Bewusstsein einem anderen System zuschreiben, sagen, also das Bewusstsein, das ich kenne, das hat dieses System, sondern vielleicht ist es eine andere Form von Bewusstsein. Vielleicht ist es etwas, wofür wir noch gar keine Kategorien haben. Ja? Guter Punkt. Und ich glaube, da muss die Philosophie, ist auf jeden Fall gefragt, genauso wie die Technik gefragt ist. Natürlich ist auch die Politik gefragt, die Frage, wie weit wollen wir uns auch auf solche Systeme abstützen? Was hat das für eine politische, gesellschaftliche Dimension? Also ich komme darauf zurück, das, was du sagst, dieser interdisziplinäre Diskurs, ist um die Zeit schon ein schwieriges Wort für mich, das ist extrem wichtig und den können wir nicht intensiv genug führen an der Stelle. Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Ich habe auch noch, da möchte ich als, wir haben nur noch zwei Minuten, ich könnte stundenlang mit dir quatschen, Marc, aber einen Punkt habe ich noch von wegen interdisziplinärer Diskurs. Mhm. Es ist vielleicht ein bisschen farfetched, wenn ich jetzt über Open AI und Open Source rede, hat aber trotzdem damit zu tun, denn dadurch, dass das Ganze offen zur Verfügung gestellt wurde, es jeder runterladen kann, gibt es eine Explosion von Anwendungsfällen. Und das wiederum macht, dass dieses neuronale Netz natürlich immer besser, das lernt immer mehr und es gibt ganz verschiedene Anwendungsfälle. Und gerade bei Stable Diffusion, es gab, ich glaube, eine Woche danach gab es ein Plugin für Adobe Photoshop. Faszinierend. Und ich habe den Namen vergessen, ich komme nicht aus der Szene. Für die Leute, die so dreidimensionale Welten erstellen, für Filme, fürs Gaming. Ja, 3D-Artists, ne? Da gibt es auch ein Plugin und da hat einer quasi gezeigt, er hat einen ganz einfachen Raum erstellt und Stable Diffusion hat daraus ganz einfache Blumen, so ähnlich wie ich es vorhin gezeigt habe, mit dieser Kuppel. Und Stable Diffusion hat daraus einen ganz detailgenauen Raum gemacht. Und so kannst du Bild für Bild dann auch ein Video erstellen. Mhm. Und diese Videodesigner, die haben gesagt, das ist gerade auch fürs Gaming und da ist dann der Sprung zum Metaverse nur noch ganz klein, dass da auch
Und da sind wir dann noch mehr gottgleich. Jetzt schaffen wir nicht nur etwas, was uns vom Bewusstsein, in Anführungsstrichen, von der Intelligenz gleichkommt, sondern wir erschaffen uns gleichzeitig noch ein neues Universum, das Metaverse. Und da können wir dann mit so einem, dadurch, dass es offen ist, gibt es eine Explosion an Kreativität und eine Explosion an Anwendungsfällen, was die Wirkung, die Wirkkraft dieser Technologie nochmal wieder vergrößert. Und warum ist das interdisziplinär? Weil dadurch, dass es offen sind, nehmen es sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und bringen es in ganz neue Kontexte, in die die Ersteller vielleicht gar nicht, an die die Ersteller vielleicht gar nicht gedacht haben. Und in dem Zusammenhang, dann glaube ich, sind wir aber auch zeitlich durch, ja. Würde ich nochmal darauf hinweisen, dass natürlich das Thema Open Data, also wir hatten ja, glaube ich, bei einer unserer letzten Sessions ja auch darüber gesprochen, über das Thema Datenverfügbarkeit und was man eben so machen kann, wenn Daten eben auch für die Allgemeinheit verfügbar sind. Und wenn man jetzt sagt, okay, man hat eben eine Politik, bei der immer mehr Daten auch zur Verfügung gestellt werden müssen, die in solche Anwendungen fließen können, dann haben wir ja auch da nochmal sozusagen einen Motor, der das Ganze antreibt. Ja. Ich glaube, an der Ecke müssen wir nochmal schauen, wie wir diese ganzen Querbeziehungen an der Stelle auch nochmal beleuchten. Also ich sehe schon, wir haben irre viele Themen. Absolut. Das wird uns nicht langweilig werden. Wenn ich gerade noch eine letzte Frage beantworten darf, welche AI kann man sich downloaden? Geht das immer noch? Wenn ja, wo? Ja, auf GitHub. Gebt einfach auf Google mal ein, Stable Diffusion, GitHub. Es gibt auch, ich glaube, also die Seite Stability AI hat ebenfalls einen Link bei sich hinterlegt, wo es mit inklusive Anleitung, wo man sich das auf GitHub herunterladen kann und wie man es sich installiert. Ja. Okay, also ich, du musst mir die Links auch mal schicken. Ich bin da super neugierig. Ich werde das auch mal alles ausprobieren. Ja. Demnächst mal so eine. Es macht süchtig. Zurück zu dir, Katrin. Oder sollen wir abmoderieren? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, wir sollten abmoderieren. Ach so, wir sollen einfach selber abmoderieren. Dann würde ich sagen, es sind fast alle Zuschauer bis zum Ende dabei geblieben. Ich bedanke mich bei euch. Ja, ich hoffe, ihr fandet es interessant. Marc, das letzte Wort. Genau, also ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Auch nochmal danke, dass du das so gut vorbereitet hast mit den Beispielen. Ich glaube, das hat nochmal deutlich gemacht, worüber man redet. Das fand ich sehr, sehr gut. Mir hat es wieder immer so viel, super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen, die uns zugeschaut habt und mitgehört und auch teilweise mitdiskutiert habt, ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in 3 Monaten wieder. Selbe Stelle, selbe Zeit. Ihr könnt uns gerne eure Anregungen für Themen, was immer ihr schon wissen wolltet und wir auch, einfach schicken. Wir greifen das gerne auf. Ansonsten bringen wir natürlich auch gerne unsere Themen mit. Und es kam noch ein Wunschpunkt Metaverse. Also ich habe im Dezember einen Vortrag zum Thema Kunst. Also da geht es auch um Stable Diffusion, da geht es aber auch ums Metaverse. Und am 3. Januar habe ich fast schon traditionell meinen Blick durchs Schlüsselloch in Richtung Zukunft. Da spielt das Metaverse auch eine große Rolle. Also wen das interessiert, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Macht's.